Heute ist wieder ein Tag, der ganz im Zeichen der Kriegs- und Krisendiplomatie steht. Nach einem ernüchternden Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine in der Türkei heute Morgen beraten zur Stunde die EU-Staats- und Regierungschefs im französischen Versailles. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob die Ukraine und wenn ja, wann irgendwann einmal EU-Mitglied werden könnte. Doch während über solch langfristige Perspektiven für die Ukraine verhandelt wird, rücken die russischen Truppen im Land weiter nach vorne. Sie mit unverminderter Härte. Wir gucken auf die Situation im Land. So rückt die russische Armee von mehreren Seiten auf die Hauptstadt Kiew zu und versucht, sie einzukesseln. Im Vorort Brovary, etwa 18 Kilometer vom Zentrum entfernt, soll es heftige Kämpfe gegeben haben. Und auch im Süden rücken, wenn auch langsam, die russischen Streitkräfte vor. Nach der Einnahme von Cherson gibt es offenbar Truppenbewegungen zur Einkesselung von Mykolajiw. Das Ziel offenbar die Hafenstadt Odessa. Auch auf die belagerte Stadt Mariupol soll es weitere russische Angriffe gegeben haben. Ein Hilfskonvoi habe nach heftigem Beschuss wieder umkehren müssen, berichten ukrainische Behörden. Er sollte eigentlich Nahrungsmittel liefern und anschließend Menschen aus der Stadt herausbringen. Ja, genau diese Stadt Mariupol, die war vor 2 Wochen wahrscheinlich den meisten Menschen, wenn überhaupt nur vage ein Begriff. Doch heute steht sie wie keine andere Stadt in der Ukraine für das Leid, das die russischen Angriffe hervorrufen. Und auch dafür, dass diesen Angriffen zunehmend Zivilisten zum Opfer fallen. Manchmal reicht ein Foto, um die Auswirkungen eines Krieges zu beschreiben. Der russische Angriff auf das Kinderkrankenhaus Nummer 3 in Mariupol, er hat die Welt erschüttert. 2 Erwachsene und ein Kind sollen dabei gestern ums Leben gekommen sein. 17 Menschen seien verletzt worden, darunter Frauen, die in den Wehen lagen. So beschreibt es uns heute Mariupols stellvertretender Bürgermeister. Die Opfer in das einzige noch arbeitende Krankenhaus zu verlegen, gestalte sich schwierig wegen der andauernden Bombardierung. Constant shelling, constant bomben. Wir werden permanent aus der Luft angegriffen. Die russische Armee macht unsere Stadt förmlich platt. Seit 9 Tagen ist das unser Leben. Wir haben keinen Strom, kein Wasser, keine Energieversorgung, keine Heizung. Die Menschen sammeln Holz, sie kochen auf der Straße, sie schmelzen Schnee, um Wasser zu haben. Auch heute geht der Beschuss aus der Luft weiter. Sich davor zu schützen? Kaum möglich. Denn die etwa 400.000 Einwohner sind gefangen in ihrer eigenen Stadt, eingekesselt von russischen Truppen. Überall lägen Tote, sagt uns Sergei Orlov. Gestern endlich habe man es geschafft, Menschen beizusetzen in einem Massengrab. Jede Stunde, jede Minute sterben Zivilisten auf der Straße. Wir heben Massengräber aus. Wie viele Opfer es genau sind, wissen wir nicht. Die zerstörte Brücke, die über den Fluss der Kleinstadt Irpin führt. Sie ist zu einem Symbolbild dieses Krieges geworden. Auch heute bringen sich Menschen aus dem Ort nahe Kiew in Sicherheit, darunter viele Ältere. Die Situation werde von Tag zu Tag unerträglicher. Es ist Krieg. Sie bombardieren uns. Wir haben versucht durchzuhalten, solange es geht. Die Großmutter ist fast 92. Ich bringe sie raus. Sie hat bereits einen Krieg überlebt. Doch auch die Flucht ist gefährlich. Ein Krankenhaus bei Kiew. Hier wird die 14-jährige Katja versorgt. Die Familie wollte raus aus dem Kriegsgebiet in ihrem Auto, berichtet die Mutter. Da hätten russische Soldaten das Feuer eröffnet. Wir haben einen Warnschuss aus einem Waldstück gehört. Wir haben kurz gebremst und dann fing der Beschuss an. Wir sind mit Plattenreifen weitergefahren. Mein Mann wurde in den Kopf getroffen und meine Tochter am Arm verletzt. Katja wird es schaffen. Ob ihr Vater überleben wird, sei noch ungewiss, wie so vieles in diesen Tagen. Kommen wir auf das Treffen von heute Morgen zurück, das in der Türkei stattgefunden hat. Große Erwartungen gab es nicht und am Ende war es wenig ergiebig, aber wenigstens haben sich der russische Außenminister Lavrov und sein ukrainischer Kollege Kuleba getroffen, zum ersten Mal seit Kriegsbeginn. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu hatte das Treffen initiiert und beide nach Antalya eingeladen. Das Ergebnis ernüchternd. Dimitro Kuleba forderte unter anderem eine Verbesserung der humanitären Lage in Städten wie Mariupol. Das sei nicht gelungen.
Und Sergei Lavrov, er blieb weiter bei der russischen Behauptung, man habe die Ukraine nicht attackiert. 1,5 Stunden dauerte das Treffen in einem Hotel. Immerhin, beide Außenminister zeigten sich offen für weitere Gespräche. Und darüber möchte ich jetzt mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland sprechen, mit Andrei Melnyk. Guten Abend. Guten Abend, Frau Enni. Sie hatten vor dem Treffen der Außenminister sich ja vor allem eins gewünscht, eine Waffenruhe. Nicht mal das gab es. War das also heute vergeudete Zeit? Das war sehr enttäuschend, dass Herr Lavrov ohne einen Mandat in die Türkei gereist ist. Ich habe mit meinem Minister Kuleba gerade gesprochen und natürlich sind wir sehr traurig, dass wir diese wertvolle Zeit verlieren und dass so viele Zivilisten Tag und Nacht sterben müssen, weil eben die Russen das gar nicht auch zugeben wollen, wie heute, Herr Lavrov. Deswegen bleibt unsere ausgestreckte Hand da. Wir glauben, dass nur auf der höchsten Ebene zwischen den beiden Präsidenten eine Lösung möglich ist und wir hoffen, so wie mein Präsident Zelensky das immer wieder beteuert hat, jeden Tag, dass er bereit ist, auch am Rande der Welt sich mit Herrn Putin zu treffen, um diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Jetzt gibt es ja möglicherweise einen neuen Vermittlungsbesuch. Es soll Gerhard Schröder in Moskau Putin getroffen haben, nach Informationen der Bild-Zeitung auf Bitten der ukrainischen Regierung. Was wissen Sie darüber? Diese Berichte können wir nicht bestätigen und wir wissen auch gar nicht, in welchem Auftrag Herr Schröder da in Moskau unterwegs sein kann. Könnte es helfen, wenn es wahr wäre? Es ist so, dass Deutschland ja in den letzten 7 Jahren eine führende Vermittlungsrolle gespielt hat in diesem sogenannten Normandie-Format und deswegen verwundert uns schon, dass jetzt alle Vermittler plötzlich weg sind. Wenn das Herr Schröder glaubt, dass er das schaffen kann, dann mal sehen, für uns zählt jeder Tag, denn zu viele Menschen mussten in diesem schrecklichen Krieg bis heute sterben und deswegen mal sehen. Aber wir wurden von Herrn Schröder, weder von jemandem sonst, nicht kontaktiert. Herr Melnyk, jetzt lassen Sie uns mal den Blick etwas weiten und in eine mögliche Zukunft der Ukraine gucken. Der Präsident Zelensky hatte ja erklärt, dass er grundsätzlich bereit ist, eine Neutralität der Ukraine zu akzeptieren. Aber unter welchen Bedingungen, das schauen wir uns jetzt mal an. Die Mitgliedschaft in der NATO, dieses Ziel hat die Ukraine mittlerweile aufgegeben und verabschiedet sich damit von einer ihrer Maximalforderungen, aber unter Bedingungen. Ich spreche von Sicherheitsgarantien, so Präsident Zelensky in einem US-Interview, und wir können über die besetzten Gebiete sprechen und einen Kompromiss finden. Sicherheitsgarantien wurden der Ukraine schon einmal gleich von mehreren Staaten gewährt, 1994. Russland beschwert sich bitter über die NATO-Osterweiterung. Die Ukraine damals wie heute kein Beitrittskandidat, als damalige Atommacht dennoch im Fokus. Im Memorandum von Budapest verzichtet sie auf ihre Atomwaffen aus alten Sowjetbeständen für die Anerkennung ihrer Souveränität. Die ARD-Tagesthemen vom 5. Dezember. Wenigstens einen Erfolg kann der erste Tag dieses Gipfeltreffens verzeichnen. Die Ukraine, Weißrussland und Kasachstan traten am Rande der Konferenz dem Atomwaffensperrvertrag bei. Die Ukraine wird nun ihre 1700 noch aus sowjetischer Zeit stammenden Atomsprengköpfe an Russland übergeben. Sie handelt sich dafür Sicherheitsgarantien ein, sagt man. Trotzdem werden die Ukrainer gut daran tun, wachsam zu bleiben. Abgegeben wurden damals Sicherheitsversprechen von den USA, Großbritannien und Russland. Nun, fast 30 Jahre später, muss die Ukraine wieder um ihre Souveränität kämpfen. Aber die Hürden sind hoch. Sicherheitsgarantien funktionieren erst einmal dadurch, dass man selbst verteidigungsfähig bleibt und nicht entwaffnet wird. Zweitens, indem man internationale Garantiemächte mit einbezieht in ein internationales Abkommen und diese Mächte dann auch in die Verantwortung treten. Russland will aber eine Demilitarisierung der Ukraine. Und wer dieses Mal überhaupt in Frage käme, Garantien für das Land zu gewährleisten, fraglich. Die Ukraine und Russland von Annäherung weit entfernt.
Damit ist das grundsätzliche Dilemma sehr gut beschrieben. Ich möchte noch mal mit Herrn Melnyk weiter darüber sprechen. Ihr Präsident, Herr Selenskyj, hat ja auch gesagt, dass ein neues Budapester Memorandum oder eine Nachfolgevereinbarung konkrete politische, wirtschaftliche und militärische Sicherheit der Ukraine vorsehen. Welche Staaten, welche westlichen Staaten könnten das denn sein? Das klingt ja wie so wie NATO, aber eben mit anderen Staaten. Also zuerst einmal möchte ich betonen, dass das weder der Präsident noch die Regierung die Zielsetzung NATO-Mitgliedschaft aufgegeben haben. Das Ziel bleibt vor Augen, aber natürlich sind wir bereit, in den Gesprächen auf der höchsten Ebene mit Russland über andere Themen auch zu sprechen. Vor allem auch das Thema EU-Mitgliedschaft ist für uns, wie Sie schon sagten, ein zentrales Anliegen. Heute und morgen tagen die Staats- und Regierungschefs in Paris und wir hoffen, dass die Bundesregierung, dass der Bundeskanzler endlich auch hier diese historische Chance nutzt und eine EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine einräumt und auch dafür in der EU wirbt. Was die Sicherheitslage betrifft, wie gesagt, das ist der Gegenstand der Verhandlungen. Welche Garantiemächte, wer da was machen kann, das ist noch alles in den Sternen. Hauptsache ist, dass die NATO und die EU-Mitgliedschaft, das sind beide Ziele, die in der Verfassung fest verankert sind. Und so muss man auch diese Lage heute sehen. Sie haben ja gerade noch mal formuliert, den Wunsch der Ukraine eben in die EU aufgenommen zu werden und das auch möglichst schnell. Doch schon vor Kriegsbeginn hat Ihr Land ja gewisse Voraussetzungen für diesen EU-Beitritt nicht erfüllt. Wie soll das denn jetzt durch den Krieg natürlich noch mal schwieriger geworden in kürzester Zeit möglich sein? Also wir bitten nicht um einen Freifahrtschein, um die EU-Mitgliedschaft zu erlangen. Wir machen unsere Hausaufgaben sehr gewissenhaft seit 2014 und zwar im Rahmen eines Assoziierungsabkommens mit der EU. Ich war selbst in der Regierung, wir haben einen Masterplan, 2070 Benchmarks, die wir Tag und Tag erfüllen. Und das heißt, auch schon heute sind wir eine Mitgliedschaft viel, viel näher gekommen. Die Umsetzungsquote ist fast 70% in diesem Bereich. Das heißt, wir hoffen nur und wir erwarten eine politische Entscheidung hier in Berlin, aber auch natürlich in Brüssel, in der EU selbst, dass ein Verhandlungsprozess beginnen kann, dass wir als ein Kandidatenstaat angesehen, anerkannt werden. Und darum geht es. Wir werden natürlich alle Verfahren durchgehen müssen. Das Prozedere werden wir natürlich einhalten. Hauptsache ist, dass wir diese politische Zielsetzung brauchen. Und darum geht es heute. Vielen Dank, Herr Melnyk, für diese Beobachtungen von Ihnen und Ihre Wünsche auch an Deutschland bzw. an die EU. Und genau darüber wollen wir jetzt auch weitersprechen. Ich habe es ja schon gesagt, die EU-Staats- und Regierungschefs beraten zurzeit im französischen Versailles. Dieser Termin war lange geplant, aber tatsächlich ist das Thema jetzt natürlich unmittelbar durch den Krieg verändert worden. Vor Ort ist unser Kollege Markus Preis uns jetzt live zugeschaltet. Markus, wir haben es gerade noch mal gehört, André Melnyk hat noch mal an die EU appelliert, möglichst schnell eine Beitrittsperspektive für sein Land in die Europäische Union zu bekommen. Wie wird denn darüber auf dem Gipfel gesprochen? Ich würde sagen, das ist so ein Streit zwischen Herz und Verstand. Das Herz sagt ganz klar ja, das muss man bei allen Regierungschefs heute so feststellen. Also die spüren, die Ukrainer, die kämpfen für das, was hier immer als die europäischen Werte bezeichnet sind. Die geben dafür ihr Leben und das erkennen auch alle an. Aber dann kommt natürlich auch der Verstand ins Spiel. Und ein EU-Beitritt ist eben ein langwieriger Prozess und das eben auch aus guten Gründen. Da wird im Prinzip das ganze Land transformiert, wird in eine Art westliche Demokratie umgewandelt. Da geht es ums Justizsystem, da geht es um die Wirtschaft. Und das wird auch aus gutem Grund so gemacht. Man erinnert sich noch zum Beispiel an den etwas vorschnellen Beitritt Griechenlands zum Euro. Solche Fehler will man vermeiden. Trotzdem sagt man, das ist natürlich auch keine Antwort für ein Land, was so kämpft gerade für seine demokratische Zukunft. Und deswegen wird man heute Abend auch überlegen, wie kann man kurzfristig der Ukraine klare Signale geben, wie kann man helfen.
Und mittelfristig würde ich sagen, der Beitrittskandidatenstatus, der ist durchaus möglich. Aber wie das Ganze am Ende ausgeht, das hängt natürlich auch davon ab, was dieser Krieg noch in diesem Land anrichtet. Ein weiteres Thema, was heute Abend ja besprochen wird und auch durchaus unterschiedlich besprochen wird, ist die Frage eines Importstopps von Gas, Öl und Kohle aus Russland. Da gibt es ja unterschiedliche Haltungen. Deutschland ist dagegen. Zeichnet sich da schon eine einheitliche Haltung ab? Eine einheitliche Haltung, würde ich sagen, zeichnet sich nicht ab, weil es eben Länder gerade im Baltikum gibt, die sagen, wenn wir schon nicht militärisch helfen, dann müssen wir wirtschaftlich den maximalen Druck aufbauen. Und dazu würde eben ein solches Embargo zählen. Aber es gibt Länder, die eben dagegen sind. Deutschland ist dabei, aber andere noch viel stärker, zum Beispiel Ungarn, was sehr stark 85% von russischem Gas abhängt. Und man muss auch sehen, selbst die USA, die bei SWIFT zum Beispiel Druck gemacht haben, auf die Europäer mitzuziehen, die sagen, wir verstehen, dass die Europäer das so nicht machen können. Also ich glaube nicht, dass es da zu einem schnellen Embargo kommt. Vielen Dank, Markus Preis, live für diese Einschätzung aus dem französischen Versailles. Ja, wir haben seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine immer wieder darüber berichtet, welches Bild russische Medien von dem Krieg zeichnen. Diese sprechen ja nach wie vor nicht von Krieg, sondern zum Beispiel von einer Spezialoperation. Vergangene Woche mussten auch die letzten unabhängigen Sender im Lande schließen. Noch nichts. Wenn es geht, will ich nicht darüber sprechen, was passiert. Ich halte dich, hab keine Angst. Der Zug steht schon auf dem Gleis. Auch Ludmilla könnte nach dem Ägyptenurlaub im Ausland bleiben, könnte, doch sie will weit hinter Kiew reisen. Zu Hause sind die Kinder und die Enkelkinder, der Hund, die Bienen. Ich muss nach Hause, in die Ukraine. Haben denn ihre Kinder nicht gesagt, Mama bleibt da? Ja klar haben sie das gesagt, aber wir fahren zurück, so oder so. Das Herz will zurück. Möge Gott uns beistehen. 10 Minuten bis zur Abfahrt. Und dann stehen hier auch noch etliche Männer an, die in den Krieg ziehen möchten. Nicht nur Ukrainer. Ich bin aus Georgien, aus Tiflis, sagt Bartol. Ich kam mit 20 anderen her und die sind schon in Kiew. Die wurden direkt nach Kiew geschickt. Und gleich um die Ecke vom Bahnhof begegnen wir noch jemandem aus Deutschland. Ich würde jetzt als nächstes in die Ukraine gehen und dort versuchen, mit zu unterstützen und mich der Freiwilligen oder der ukrainischen Legion anzuschließen. Wie das geht, der Präsident Zelensky hat ja dazu aufgerufen, dass auch Menschen, die aus dem Ausland im Grunde genommen mit unterstützen können, wenn sie wollen, die Demokratie zu verteidigen. So, ich bin einer von denen. Sinnlos in Hamburg rumzustehen und da rumzusitzen und sich den ganzen Tag irgendwie die schrecklichen Bilder anzuschauen, kann man auch machen. Aber ich habe gerade die Zeit, ich habe gerade die Kapazität. 12:45, Urlauber, Kämpfer, Hunderte fahren in die Ukraine. Spätestens morgen fährt der nächste Zug. Ja, auch Kämpfer aus Deutschland ziehen in den Krieg in der Ukraine. Eine Form der Solidarität, über die wir bislang noch nicht sehr viel gesprochen haben, aber sicherlich noch sprechen werden. Das war unser Brennpunkt für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Hintergründe zum Thema gibt es ab 22 Uhr bei Kontraste und anschließend bei den Tagesthemen. Natürlich halten wir Sie wie immer auf dem Laufenden bei tagesschau.de. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.